Erstmal an, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Coilet, Replay Challenge gerade in Woche 3 läuft. Und wir sind unterwegs mit Captain Price 277 vom Clan Jerm Gerwit. Mal reinschreiben, was das heißt. Carnavan Action X ist das Fahrzeug. Premium. Schwerer Panzer. Der Stufe 8 aus Großbritannien. Wir haben drauf eine hübsche Kanone mit 83,4 mm, die ist übrigens standardmäßig auch auf den Mediums drauf. 230 Schaden bei 226 Durchschlag, 258 Durchschlag auf Hardkern geschossen und mit HE gibt es 280er Schellen bei 42 Durchschlag. Wenn du das Video siehst, bitte einmal kurz drunter schreiben, was du drin geskillt hast und was du drin verbaut hast. Wir sind im 9er Gefecht gelandet auf Urinberg mit 8er und ja, mit 8er Unterstützung, das reicht schon. Und jo. Unter dem Video, ganz kurz dazu, unter dem Video befindet sich ein kleiner Link. Da könnt ihr gratis WOT Gold abstauben, einfach App installieren, Videos anschauen, Umfragen beantworten. Und dann gibt's ein bisschen Geld für WOT. So, und weiter geht's. So, wir haben hier als kleine Überraschung kein Medikit, ein Medikit drauf, ein kleines Repair-Kit und ein großes Repair-Kit, keine Feuerlöscheinheit. Okay. Er brennt eigentlich trotzdem sehr gern. Deswegen wundert mich das. T26E4 prallt an uns ab. Wir allerdings ebenfalls mit dem Abpraller. Normalerweise absolutes Hulldown-Monster. Hat vorne diese wunderbare Panzerung gegen Heat, die sich, ja, ist auf jeden Fall schwieriger macht, durch den Turm durchzukommen. Beim Objekt 257 allerdings ist das was anderes, vor allem wenn der uns wo trifft. Wo hat er uns zerschlagen? Oben am Turm. Okay. Da ist er nochmal, hat noch 682 HP übrig. Wir fahren übrigens im Zug. Ah, mit Premium-Munition kein Problem. Bleibt er uns am Turm hängen, so wie ich es gesagt habe. Ne, an der Kette ist er hängen geblieben. Und verabschiedet sich dann direkt in die Werkstatt. Sehr schön. Also wir fahren im Zug mit Cutter 21, ebenfalls vom gleichen Clan Gerwit. Und schauen wir mal, wie wir hier gleich um die Kurve kommen. Ein Löwe. Zwei Pershings, super Pershings auf, vermute mal auf der rechten Seite ist der eine und der andere ist da hinten irgendwo auf der Einzellinie. Zusammen mit dem W611 1-4, keine Ahnung, warum der da drüben lang fährt. Ja. Schön in die Seite. Wenn der erstmal zu ist, dann sieht es auch für den amerikanischen Achter ein bisschen schlechter aus. Vorsicht, dass du hier keine einfängst. Und ich würde fast sagen, auf den Löwen würde ich frontal drauf gehen. Hätte man machen können, dann wäre mit Sicherheit auch ein Emil auf die Idee gekommen, mit nach vorn zu drücken. Stattdessen fahren wir hier ab, 2235 Schaden aktuell. Der nächste Treffer durch den Löwen, 269 Schaden bekommen. Richtig geil. Zugkollege fängt sich ja den nächsten ein. Abgeprallt, bitte, am Konvi. Er ist normalerweise weich wie ein Keks. Prallen wieder ab. Mit Standardmunition. Okay. Für mich ein bisschen unbegreiflich. Und der Löwe raus. Sehr schön. Kill Nummer 1 für dich. 2483 Schaden ausgeteilt. Jawohl, da kommen wir durch. Normalerweise unterhalb von der Kanone müsste kein Problem sein. Jawohl. Ne, da hat er keine Chance. Britischer TD ist Frühstück für uns. So, Patriot versucht da durch die Mitte zu fahren. Bekommt es mit dem Ebel zu tun, wahrscheinlich gleich mit der Su. Da ist die Arti Nummer 1. Die Arti und überhaupt. Gibt nur eine. Und da ist der W611 ebenfalls ab zum Frühstücken. Nur das Türmchen rausschauen lassen. Ah, sehr schön. Nächste Schelle. 3787 Schaden ausgeteilt, 680 Schaden geblockt, 512 unterstützt,
Drei Fahrzeuge noch übrig, zwei TDs, ein Light und ein Medium. Ein Centurion 7.1, auf den ist ein bisschen aufzupassen. Der ist recht fein. Da steht er schon. Guckt in die falsche Richtung. Da haben wir noch ein TD. WC-420 1FT. Dürfte aus dem Winkel schwierig sein, da reinzukommen, oder? Ne, kommen wir durch. Okay. Wird da komplett zusammengeschossen. Für uns Kill Nummer 3. Für den Zug insgesamt Kill Nummer 5. Und 4388 Schaden. Jawohl, sehr schön. Also, Gegner hier quasi chancenlos gegen euch. Auch wenn sich der Centurion 7.1 jetzt noch den Emil 2 holt. Ja. Im Grunde ist das Ding so gut wie gegessen. Einer rechts, einer links. Da nochmal einfach abreicht. Und raus ist er. Wahnsinn, wie schnell der nachlädt. Eine Nachladezeit würde mich echt interessieren. Wie ein Medium, ne? Richtig flinke Kiste. Da haben sie schon ein richtig geiles Ding gezaubert. Schauen wir uns mal an, was die Statistiken sagen. Victory natürlich. Wir haben Hybrid Kaliber bekommen. Wir haben ja eins von diesen hübschen Zettelchen. Und natürlich ein M. Butz, my team leader and me. Genau, so sieht's aus. 4620 Schaden ausgeteilt, 3 Kills gemacht, 1565 Basis-XP geholt. Und andere Kollege mit 1407 Basis-XP. Ebenfalls eine richtig geile Runde gefahren. Ihr habt das Spielfeld richtig gerockt, 28 Schüsse ausgeteilt, 25 getroffen, 21 durchschlagen. Über 300 Meter haben wir 601 Schaden gemacht, sind anderthalb Kilometer gefahren und haben das Ganze in weniger als 5,5 Minuten abgewickelt. Oh Gottes Willen, ey. 259.000 nehmen wir ein, 48.000 für Munition und bleiben am Ende 207.306 netto übrig. Kein Geld für Konsumgüter, haben weder die Kette getroffen noch sonst irgendwas zerstört. Und auch niemanden ins Leben zurückholen müssen. Dementsprechend eine recht günstige Runde noch dazu in einem recht feinen Heavy, der sich eigentlich wie ein Medium fährt, habe ich das Gefühl. Jo. Wie gesagt, wenn ihr wollt, drunter unter dem Video ist ein Link, wo ihr Gold für WOT gewinnen könnt. Draufklicken, App installieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Einsenden. Falls es euch gefallen hat, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.